Perfekt einbinden, weil man deutlich aktuellere Informationen aus dem Internet ziehen kann. Manche Atlanten sind ja doch schon etwas veraltet und auch die aktuellsten Informationen können nicht in Erdkundebüchern immer abgebildet sein. Somit bietet sich hier der Einsatz der iPads auf jeden Fall sehr, sehr gut an. Die Schülerinnen und Schüler können die iPads bei uns an der Schule auch leihen und erhalten dazu auch den Stift. Darüber hinaus können sie natürlich auch selber kaufen. Und der Einsatz der iPads wird in der 5. Klasse im Informatikunterricht lernt und dann sukzessive über die verschiedenen Jahrgangsstufen immer weiterhin ausgeweitet, und in der Mittelstufe erhält man dann spätestens da die Möglichkeit und die Befähigung dazu, die iPads vollkommen im Unterricht nutzen zu können. Am Johanneum spielt im Chemieunterricht natürlich das Experiment eine wichtige und entscheidende Rolle, weil die Schülerinnen und Schüler ja im Sinne der naturwissenschaftlichen Erkenntnisgewinnung auch wirklich Problemfragen, die irgendwie im Alltag entstehen, beantworten sollen, Hypothesen aufstellen und dann durch so ein Experiment auch widerlegen sollen, überprüfen sollen. Das ist für uns hier wirklich grundlegend im Chemieunterricht. Richtig gut gefällt, ist, dass wir einfach auch so selbst richtig gut Dinge ausprobieren können. Nicht, dass die nur vorne gezeigt werden und man das dann durch anguckt, sondern dass wir es einfach selbst ausprobieren können. Zum Beispiel hier bei dem Temperaturmessgerät oder bei dem, wo wir unsere Atmung testen können, können wir am Ende vergleichen, wer in der Klasse am besten, also wer die beste Atmung hat. Im naturwissenschaftlichen Bereich ist es uns ganz wichtig, dass die Schüler eigenständig experimentieren und viele Dinge selbst ausprobieren können, selbst erfahren können. Und ein besonderes Highlight war dieses Jahr sicherlich auch der Besuch des Touch Tomorrow Trucks, der im September stattfand, wo die Klassen 7 bis 11 sich im Bereich von Zukunftstechnologien informieren konnten, selber verschiedene Dinge ausprobieren konnten, zum Beispiel einen Nahroboter programmieren konnten, VR-Brille ausprobieren konnten, Exoskelett anziehen konnten oder aber auch einen Motor mit Hilfe der AR-Brille zusammensetzen konnten. Sicherlich eine ganz spannende Sache, die den Schülern ganz, ganz viel Spaß gemacht hat. Im Rahmen der Umstellung von G8 auf G9 gibt es ein Förderprogramm, und der Schulträger freut sich darüber, dass wir also eine Förderzusage über fast 1 Million Euro durch das Regierungspräsidium bekommen haben. Der Regierungspräsident war persönlich vor Ort. Und so ist es uns möglich, dass wir ab dem Jahr 2025 dann ein Gebäude
hinter unserer Turnhalle haben werden, in dem höchstwahrscheinlich 3 Chemieräume und eine Sammlung untergebracht werden können, die dann nach modernsten Sicherheitsstandards und auch ausstattungsmäßig uns ermöglicht, Unterricht ja, für die Zukunft mit den Schülern der Zukunft, also quasi mit den Menschen, die unsere Zukunft gestalten werden, dann auch durchführen können. Als Sportlehrer würde ich mich freuen, wenn Sie als Interessent unserer Schule sich besonders auch für den Sport interessieren würden. Im Hintergrund sehen Sie bereits einige unserer Schüler unserer DFB-Partnerschulaktion, wo wir seit kurzem auch Teil sind. Und diese DFB-Partnerschulaktion drückt hoffentlich aus, wie sehr uns Sport am Herzen liegt. Dazu tragen auch unsere guten Sportbedingungen bei, wie zum Beispiel die wunderschöne Halle, die wir hier zur Verfügung haben. Wir haben noch eine weitere Halle nebenan. Dazu findet sich das Sportzentrum fußläufig für uns und schwimmen können wir auch in Liesborn. So sind wir gut gerüstet, um Ihr Kind im Sport betreuen zu können. Unserem Joanneum deswegen ein großer und wichtiger Teil, weil wir die Schüler neben Mathe, Englisch auch mal ganz anders abholen wollen. Und zwar die Kultur im allgemeinen Blick nehmen. Künstlerisch, musisch und vor allem kreativ. Zum Beispiel decken wir im Fachbereich Musik auch immer up-to-date die aktuellsten Medien ab, indem wir sie mit einbeziehen. Sei es durch die Arbeit Tablets, digitale DAWs, Synthesizer-Techniken, wie sie auch in den Vorgaben des Abiturs vorzufinden sind. Kunst hat einen besonderen Schwerpunkt an unserer Schule und dazu möchte ich einige kurze Infos geben. Wir haben eine tolle Ausstattung. 2 große Kunsträume, einen Medienraum mit Fachbibliothek, ein Plastikatelier mit Tonofen und einen Werkraum. Und wir haben auch viele besondere Angebote. Wir haben regelmäßige LKs mit Kursfahrten. Wir haben einen Ateliernachmittag für Interessierte. Wir haben museumspädagogische Projekte, zum Beispiel Museumsbesuche der Klasse 5 oder auch die besondere Lernleistung, die häufig von Schülern im Museum in Liesborn ausgestellt wird. Die SV, also die Schülervertretung hier am Joanneum, und wir setzen uns quasi dafür ein, dass die Ideen der Schüler oder die Wünsche und Bedürfnisse auch in die wichtigen Entscheidungen der Schule mit einbezogen werden. Genau. Wir sind quasi das Bindeglied zwischen den Schülern und den Lehrern. Und wenn Schülerinnen und Schüler irgendwelche Probleme, Fragen oder Anregungen haben, stehen wir immer offen, auch in den Pausen können immer Schüler gerne zu uns kommen. Außerdem sind wir über unseren SV-Briefkasten und unsere SV-E-Mail-Adresse immer zu erreichen. Hier jeden Tag miteinander, Kinder, Lehrer, Eltern, und das macht einfach Spaß, wenn man hier über den Schulhof geht, in begeisterte Gesichter zu gucken, sei es bei den Schülern, sei es bei den Lehrern. Es wirkt wie eine große Familie und es ist es auch. Ich als Teil einer bunten Gemeinschaft ist für uns im Chemieunterricht natürlich auch wichtig, da wir uns mit Problemfragen aus dem Alltag der Schülerinnen und Schüler beschäftigen, die dann durch den Unterricht und durch das Experimentieren beantwortet werden sollen, sodass wir wirklich sehr schülernah und schülerorientiert auch arbeiten können. Für mich bedeutet es, Teil einer bunten Gesellschaft zu sein, zusammen mit den Schülerinnen und Schülern, die häufig mit unterschiedlichen Voraussetzungen hier ankommen, Wissen zu vermitteln, Wissen zu erlangen und die Schülerinnen und Schüler am besten von der 5 bis zur Q2 auf ihrem Weg zu begleiten.
Wir als Teil einer bunten Gemeinschaft helfen uns immer untereinander und achten aufeinander. Wir als SV haben natürlich auch erlebt, dass jeder Schüler hier individuell ist und auch immer die eigenen Wünsche oder Ideen nochmal mit einbringen kann. Und wir sehen es quasi als unsere Aufgabe, dass wir alle damit einbringen und das auch quasi als großes Projekt für alle Schülerinnen und Schüler hier gestalten. Wie die Musik auch bunte, wunderbare, internationale Kulturen zusammenbringen kann, innerhalb des Klanges, innerhalb der Kompositionstechniken, so wollen wir das auch am Ioneum ausleben. Und das ist total bereichernd für alle, für die Schüler, für uns. Viele Religionen, viele Kulturen, die hier zusammenkommen, die voneinander profitieren, die miteinander leben und die einfach sich prima ergänzen, und das macht einfach Spaß.